Ich begrüße euch, sage Dankeschön, dass ihr zuschaut oder zugeschaut habt. An sich müsste ich das jetzt alles in Englisch machen, weil an sich meine besten Freunde in Amerika und da schaue ich auch immer zu. Die haben Podcasts, die sind sozusagen dran. Ja? Einige haben Drohnen und lassen das mal über das Edge fliegen. Man hat also Sachen gesehen, die man sonst nicht so sieht. So, eine Woche, ja, heute in einer Woche, heute vor einer Woche, meine lieben Freunde, hatten wir die Convention und die Celebration. So, in der Convention hat man uns gezeigt, was es alles Neues geben wird. Neue Droiden, ja, neue Sachen, die irgendwie animiert sind, neue Figuren, neue Plüsch und so weiter. Also was Neues halt, zum Kaufen, 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 Kaufen. So, aber wir kommen jetzt zum Kern, weil ich bin Filmemacher und Filmautor und kaufe sehr ungern. Ich habe ja in der letzten Sendung gezeigt, was ich da durch Zufall gekauft habe, weil man mich ja überzeugt, ich hätte 400 Euro eingespart, weil ich natürlich nicht habe. Aber ist nicht so schlimm, ich meine, ich fand das in dem Moment sehr günstig, weil ich ja die Amazon-Preise kenne. Wenn man zu mir sagt, $20, $25, $26, dann sage ich, na klar, das wollte ich schon immer haben, auch ein Rubak wollte ich schon immer haben, am liebsten von Sideshow, aber naja, die Preise sind mir da doch ein bisschen zu horrend. Sieht zwar toll aus, wenn ich daran vorbeigehe, das ist ja meine Dekoration, meine Star Wars Dekoration, die halt auch abkaufbar ist. So, aber nur für Leute, die da irgendwie ein Geschenk brauchen, eine Art Unikat, was man jetzt mal eben nicht so bei Toys R Us oder hier bei Amazon bekommt. Ne? So, ich habe jetzt also keine Ware, die keiner hat, sondern ich habe Ware, die jeder hat. So, jetzt gehen wir rein in den Film nochmal. Grüße, morgen!